Meine Damen und Herren, in der blauen Ecke. Er brachte 87 Kilogramm auf die Waage, ist 37 Jahre alt bei einer Größe von 1,83 Meter. Seine Kampfbilanz, 9 Siege, 8 Niederlagen. Von Impacto aus Stuttgart, herzlich willkommen in Gelsenkirchen, Edilson Franka. In der roten Ecke brachte 87 Kilogramm auf die Waage. Sein Alter ist 30 Jahre alt. Seine Größe 1,93 Meter. Seine Kampfbilanz 5 Siege, 1 Niederlage aus dem Fight Club Gelsenkirchen. Michael Smolli. Ringrichter in diesem Kampf ist wieder Michael Brüssen. Blue corner, red corner. Main event of the evening. We've been through the rules. 3 rounds, 5 minutes. You both know the rules. Listen to my command. Protect yourself at all times. Make it a good match. Shake hands if you want. Meine Damen und Herren, it's time to fight! Brutale Gänsehaut. Hinter uns sitzen die Fans von Edilson Franka. Auf der anderen Seite des Cages die Unterstützer von Michael Smolik, der Fight Club Gelsenkirchen. Alle Kollegen, alle Mitkämpfer im Publikum oder in der Ecke versammelt. Edilson Franka in der blauen Ecke, der einzige Kämpfer, der Michael Smolik bisher besiegen konnte, gegen eben Michael Smolik, der einen neuen Spitznamen ins Gefecht führt. Ultra Instinkt, angelehnt an Dragon Ball. Achtung, zwei gute Hände von Franka im Ziel. Frühe, harte Hände von beiden Seiten. Rechte von Smolik. Das Striking auf beiden Seiten hier zu Beginn dieser Runde. Franka, bullig, kompakt, stämmig. Auf der anderen Seite Frau Smolik so austrainiert wie selten zuvor. Noch nie, würde ich sagen. Muss lang bleiben, muss seinen rechten Jab etablieren, muss die Führhand ins Ziel bringen. Parallele Schritte, Beine nicht überkreuzen, darf sich nicht stellen lassen. Vom versierten Grappler, vom Takedown-Spezialisten aus Brasilien. Und zu den Seiten rausarbeiten. Nicht so viel nach hinten arbeiten, wo du die Balance verlierst, wenn der Gegner kommt. Und er kommt mit Wucht. Zirkeln, Beine parallel halten. Erster Kick abgefeuert von Edilson Franka, dem Panzer aus Brasilien. Unfassbar muskulös. Catchweight-Limit 87 Kilo. Bodykick abgefangen. Smolik mit der rechten. Hochkonzentrierter, hochfokussierter Blick von Smolik. Beide mit großer Entschlossenheit vor diesem Kampf. Beide haben uns ein vorzeitiges Ende prognostiziert. Nur einer kann es halten. Kampfsport Deutschland richtet seine Augen auf dieses Duell. Es ist durch die Medien gegangen. Es hat Social Media dominiert. Smolik aus der Rechtsauslage. Franka aus der Linksauslage. Smolik mit dem größten und Reichweitenvorteil. Wieder gute Rechte von Franka. Und jetzt muss Smolik runter. Das war ein Wirkungstreffer. Der versucht das frühe Ende. Und der Kampf ist vorbei. Franka gewinnt. Er macht Edilson Franka mit dem Sieg. Der Sieger in diesem Kampf. Durch TKO in der ersten Runde nach 2 Minuten 2 die blaue Ecke Edilson Franka. Die Art und Weise dieses Sieges, dass er überhaupt nicht am Boden war mit Michael Smolik.